Das Burgenland hat eine enorme Anziehungskraft. Immer wieder finden hier vor allem Künstler eine neue Heimat. So auch die Katrin Sicker. Die Deutsche aus Freiburg ist über Umwege in Russ gelandet. Mit viel Liebe hat die Designerin ein altes Winzerhaus umgestaltet und sie möchte es auch für Kunstinteressierte öffnen. Der Zufall hat Katrin Sicker nach Rust an den Neusiedlersee geführt. An einem ganz persönlichen Wendepunkt in ihrem Leben hat sie dieses alte Winzerhaus aus dem 16. Jahrhundert entdeckt und gewusst, hier gehört sie her. Es war Liebe auf den ersten Blick und ich glaube, jeder, der dieses Haus besucht, wird das auch genauso sehen und empfinden. Und überhaupt im Burgenland sein zu dürfen, war eigentlich schon immer mein Traum. Es ist einfach wunderschön, wenn man ins Burgenland fährt und man hat das Gefühl, man fährt in Urlaub. Und die Menschen und die ganze Kultur, die das Burgenland zu bieten hat, neben Wein natürlich, klarerweise, jetzt dann auch Rust, wenn ich sagen will, ein Juwel des Burgenlandes ist. Der Weg zum Künstlerdasein war ein weiter. Zunächst hat Katrin Sicker eine Lehre in der Gastronomie absolviert und im elterlichen Hotel gearbeitet. Erst Jahre später hat sie Kunst studiert und eine Ausbildung zur Restauratorin absolviert. Wäre es nach ihren Eltern gegangen, hätte ihr künstlerisches Talent Hobby bleiben müssen. Das Ganze jetzt als Broterwerb zu betreiben, das kam überhaupt nicht in Frage, wie es eben damals so war, dass man sagt, nein, du lernst einen ordentlichen Beruf. Gut, sicher, das hat mir sehr wehgetan. Ich wollte eigentlich auch damals noch Klavierspielen lernen, aber das durfte ich leider auch nicht von zu Hause aus. Und in späterer Folge, dann eigentlich schon in der Schulzeit, war ganz klar, also ja, die Kunst ist es, was es sein wird irgendwann. Kunst ist ein Lebensinhalt, mein Lebensinhalt. Und von diesem Lebensinhalt und von diesem Glücksgefühl, was mir die Kunst gibt, das möchte ich eben auch den Besuchern und den Betrachtern und Kunstliebenden weitergeben. Ein kleines Stückchen Glücksgefühl. Katrin Sicker ist eine vielseitige Künstlerin und ihr neues Domizil soll ein offenes Kunsthaus sein. Neben ihren eigenen Arbeiten sind auch bereits erste Exponate von Künstlerfreunden wie dem Bildhauer Sepp Treiber in ihrem Haus in Rust in der Kirchengasse zu finden.